Von hier komme ich jetzt gerade eh nicht mehr hin. Das heißt, ich muss eh den ganzen Weg außen rumlaufen. Außer ich würde wieder den Dings machen, den Trick wieder machen. Und, nee. Den werde ich wohl nie wieder ausführen. Es war zwar sehr, sehr cool, muss man ja zugeben, dass es auch funktioniert hat und sowas. Man hat sich ja auch toll gefühlt, als es dann letztendlich funktioniert hat. Aber es war schon sehr, sehr nervig. Okay, hier hoch. Es darf hier jetzt ja nichts mehr geben. Das ist ja das Schöne. Oh, jetzt müssen wir den ganzen Weg laufen. Das ist ja auch doof. Na, es bleibt wohl keine andere Wahl. Wir können ja hier durch. So nämlich. Ja, sehr schön. Jetzt kommen wir hier dann gleich durch. Oh, ein rotes X. Sehr toll. Und dann sind wir auch schon so gut wie draußen. Ich weiß jetzt nur nicht, weil der Sektor 5 so abgeschirmt ist. Gehe ich erstmal in Sektor 5, dann gehe ich wieder in Sektor 4 und gucke mir dann Sektor 6 an. Weil von Sektor 6 sollte man dann ja auch wieder in Sektor 3 kommen, glaube ich. Und dann haben wir schon alle Sektoren abgeschlossen. Ich weiß es gerade gar nicht. 2, 4, 3, 5, 6, doch. Dann hätten wir schon alle. Das heißt, 5 ist, glaube ich, so ein bisschen abgekesselt. Wahrscheinlich gibt es irgendwie einen Weg, aber vielleicht ist der dann nicht so besonders toll. Von 2... Nee, Quatsch. Dings, Aqua ist 4. Von 4 nach 5? Müsste ich jetzt das Raumschiff sehen, wie es aufgebaut ist. Das müsste ja aber eigentlich Sinn geben. Beziehungsweise, das sind ja solche einzelnen Kanister, die darunter hängen. Zumindest sehen sie halt so ein bisschen raus. Und ich sollte zum Regenerator. Und da kann man natürlich die Verbindung auch machen, wie man will. Natürlich ist es im Kreis am sinnvollsten. Und man kann natürlich auch Querverbindungen machen. Weil es ist ja ein großer Asteroid auch. An dem die ganze Station eigentlich aufgebaut ist. Oder in dem die Station aufgebaut ist. Von dem her geht es ja schon. Aber da kann 5... Ja, zumindest kann man 4 von 5 erreichen, storymäßig. Ja, aber storymäßig, das heißt, eigentlich müsste man es nicht unbedingt... Nee, ich gehe zuerst in 6, dann machen wir die Runde durch. Dann müsste es 3, 5, 1 dann sein. 6, 5, 3, 1, so rum, glaube ich. Ah, Mist. Ah doch, so rum müsste es passen. 6, 5, 3, ja, ja, ja. 2, 4, ja, ja, ja. Passt schon. Und von dem her... Ja, weil so gibt es halt die Reihenfolge sind, die ich zumindest gehe. Sehr schön, damit haben wir schon zwei Bereiche abgeschlossen. Die zwei geraden Bereiche, jetzt kommt halt der dritte gerade Bereich noch. Nock nämlich. Und in Nock wird's nochmal sehr, sehr witzig. Weil in Nock gibt es noch einen Haufen Zeug, denke ich. Oder was heißt, denke ich? Ich weiß es, glaube ich, auch. So, hier war ja nichts. Genau, hier kommen wir hier raus. Wir haben ja schon mal ein Dings gesehen, einen Durchgang. Ist interessant, dass wir... Ja gut, wir haben nicht wirklich immer nur ein Zeug gefehlt, aber... Manchmal, zumindest in Aqua hat mir jetzt bloß eins pro gefehlt, oder? Ah, weiß ich jetzt gar nicht. Ist mir auch so ein bisschen egal. So, da drüben kann ich vielleicht irgendwo rein. Ja, Tatsache. Sehr schön. Schon mal wieder ein Geheimnis mehr gelöst. Oh, ein Energietank, dass ich den nicht gefunden habe. Mist. Ah ja, okay. Von mir aus. Das war jetzt nicht ganz so schwer, aber Powerbomben halt. Die sind ja auch ein bisschen arg mächtig, muss man ja sagen, in dem Teil. Habe ich jetzt alle Energietanks? Nee. Aber uns fehlen auch noch 5. Gut, in Ordnung. Ich glaube, ich weiß sogar, wo es hier noch einen gibt. Hier gibt es nämlich, glaube ich, noch ein verdammt... Hier gibt es noch mehrere Rätsel, das weiß ich. Aber es gibt ja auch noch ein verdammt großes Rätsel eigentlich, glaube ich. Und ein verdammt schweres auch. Da drüben könnte es reingehen. Geht's auch, ja. Ah, hier geht's zum Sektor 5 dann, gut. Dann war es jetzt gar nicht dramatisch, dass wir den Weg jetzt nicht genommen haben. Okay, da drüber könnte es reingehen.
Ist zwar ein bisschen arg knapp dann von der Dings. Okay, ist auch immer hier Dings war, Screw Attack. Naja, muss ich ja jetzt vielleicht nicht verstehen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Da ist auch ein Speed Booster. Oh, Nock. Nock ist so eklig, weil es wie gesagt ein kompletter Rätselbereich eigentlich ist. Also da drüben haben wir jetzt ja nochmal ein Rätsel. Da haben wir ein Rätsel. Und alle sind nicht einfach. Ja, vor allem, wenn man es gleich wieder verwandelt. Oh. So, dich weg und dich weg. Sehr schön. Und hier nochmal Anlauf nehmen. Aber wir kommen gerade sehr viel besser voran mit der Erkundung, wie ich dachte. So, was gibt's hier für ein Rätsel? Ich habe den Sinn bisher noch nicht ganz verstanden, aber das wird Speed Booster sein. Jo. Ach du, was bitte? Was? Wie denn jetzt? Hä? Ach du Scheiße. Was geht denn jetzt? Ah, ich verstehe es. Man darf keine Powerbombe benutzen, sondern man muss so machen. Nö. Dann nur nicht hier, aber da drüben dann. Ah, von da muss man dann... Okay, oh, ekelig. Ach so, ach du große Güte, nein. Hä? Was geht denn mit dem Raum? Oh Gott, wie soll ich den denn lösen? Nee. Ah, das Ding ist in der Mitte ausgelöst, ne? Jo. Oh, wie böse. Ein falscher Schuss. Ja, okay. Jetzt hier nochmal genau in die Mitte. Ja, das wirkt gerade gut. Hier nochmal genau in die Mitte. Leck mich. Okay. Da muss ich dann ganz den Rand erwischen. Oh, komm schon. Oh, was ist denn das Ekliges? Aber das Rätsel ist cool. Gefällt mir. Jo. Da nochmal. Ja. Da jetzt hier ganz links. Was? Wie hat das bitte ausgelöst? Dann hier vielleicht nochmal. Ja, Tatsache. Okay, jetzt hier nochmal ganz an N. Nee. Okay, wo muss ich das dann hier machen? Da in der Mitte wieder. Okay. Und hier stand auch nochmal eins. Nee, dann habe ich schon. Das heißt, da nochmal in der Mitte. Okay. Und da dann halt... Gut, das ist ja dann nicht schlimm, weil wenn ich erstmal Anlauf nehmen kann, kann ich jetzt hier... Nee, hier kann ich es noch nicht. Okay. Kann der aber die Blöcke wahrscheinlich eh nicht umhauen. Von dem her... Also das Rätsel kann man ja erst mit dem Wavebeam lösen, okay. Ja, kann man auch erst mit dem Screw Attack lösen, von dem her. Ah, wie war es jetzt da? Da war es nochmal Mitte. Leck mich. Da war es eben nicht nochmal mit. Obwohl, vielleicht war es da doch mit. Mitte. Dachte ich eigentlich. Bis da war es dann vielleicht mehr hier Mitte. Ja. Da war es dann hier. Ach, da war das dann hier. Okay. Das war dann aber, glaube ich, hier. Nee. Ah, Mist, das war hier. Nee, das war hier ganz am Rand. Hä? Wo war das Ding? Oh mein Gott. Komisches Nockrätsel-Dingsgebiet. Furchtbar. Ich mag's ja, aber es ist wirklich schlimm. Ja, das hat beide aktiviert. Jetzt hier ganz links. Und hier ganz rechts. Ja, hier in der Mitte. Oh, wunderbar. Sehr schön. Und jetzt habe ich genügend Anlauf, hoffe ich. Ja, Tatsache. Jetzt muss ich da nur noch irgendwie reinkommen. Das wird, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ja, sehr schön. Rätsel gelöst. Wunderbar. Okay, alle Energietanks, ja. Sehr schön. Fehlen uns jetzt nur noch Missile-Container und der erste Bereich, wo wir nicht alle Missile-Container von Anfang an hatten, glaube ich. Nee, Quatsch. Gibt ja gar keinen Sinn. Oh, was? Ich muss ja auch nochmal... Hä? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ich muss doch irgendwie zurückkommen, ohne das... Das heißt, man muss tatsächlich das Rätsel lösen?
Wow, das ist gemein. Ich suche hier unten nochmal alles ab, aber scheinbar ist es so, dass man da tatsächlich das Rätsel lösen muss, um nochmal genügend Anlauf zu bekommen. Wow. Wie gemein. Okay, ja gut, das Rätsel ist jetzt auch nicht so schwer, sagen wir es mal so. Aber trotzdem ist es ein bisschen arg heftig, würde ich sagen. Ach, Mist. Einfach nur Mist. Da ist zwar Mitte, aber leicht versetzte Mitte, würde ich sagen. Und zwar hier so. Ja, genau. Hier ist da ganz am Rand. Und da ganz am Rand. Und hier ist nochmal Mitte. Ah, doch, es hat gereicht. Nee, hat nicht. Ich bekomme hier keinen Anlauf hin. Oh, Mist. Oh, wie gemein. Hier rauszukommen ist eklig. Gut, natürlich hätte ich es gewusst, dann hätte ich natürlich da gleich wieder Anlauf nehmen können, aber so ist das natürlich sehr gemein. So, hier ganz links, hier ganz rechts. Oder auch nicht. Das Rätsel ist eklig, obwohl ich es eigentlich schon gelöst habe, lässt es mich trotzdem nicht vorbei. Mitte. Mitte rechts versetzt. Ganz links, ganz rechts. Mitte hier hinten, zu weit hinten. Ne, hier bekomme ich keinen Anlauf hin. Schade. Ja, das ist ja mal voll eklig. Ich mache die Tür gleich mal auf, da muss ich das dann mitmachen. Sehr schön. Immer noch schön. Jetzt. Oh, warum habe ich denn. Ach, Mann. Das Rätsel ist so doof. Dass es hier keinen anderen Ausweg gibt. Also, das ist wirklich blöd gelöst. Das muss man jetzt sagen. Und man hat doch nicht Bock, das Rätsel jedes Mal. Also, nochmal zu lösen. Ja, hier was ganz links und ganz rechts. Ja. Und hier was in der Mitte. Oh, was? Nicht so weit. Was hier dann? Nee, es war eigentlich genau hier. Oh Mann. Das könnte sich ja nur noch um Stunden handeln. So. Na, wenigstens kann ich das hier. Oh Mann, das ist da immer um diesen einen Millimeter. Daneben geht. Und jetzt immer den Raum wieder verlassen und reinkommen. Oh. Ist ja total spannend. Also die Erkundung war eigentlich bis jetzt noch ganz spaßig, aber das ist ja jetzt blöd. Ja dann. Gibt's doch nicht, dass ich das nicht mehr hinbekomme. Aber es reicht von hier aus nicht. Es reicht von hier aus leider nicht. Ganz knapp davor, aber. Hier komme ich auch nicht mit der Screw-Attack durch, ne? Der Rückweg ist einfach bloß doof gelöst, würde ich sagen. Wieso kommt denn hier gerade nichts? Jetzt kommt was, okay. Hab mich gerade schon gewundert. Okay, wo ist es denn dann? Dann gehe ich mal so. Es ist immer das dabei. Muss ich dann hier schießen? Ja, hier. Das heißt, ein Schritt vor dem Grünen. Furchtbar. Das geht mir gerade echt auf die Nerven. Weil man hier halt auch anders nicht rauskommt. Okay, hier dann so. Das hat das andere gar nicht aktiviert hier gerade. Ah, jetzt, okay. Und dann hier nochmal. Ja. Und jetzt einen Schritt vor dem Grünen. Jetzt nämlich. Dankeschön. Endlich kommen wir hoffentlich raus. So, sehr schön. Hat jetzt auch nur lang genug gedauert. So, dann öffne ich hier gleich die Tür. Ich hoffe, das sollte dann funktionieren. Dass ich mich da dann einfach durchscheinsparken kann. So nämlich. Ich glaube aber schon. Ja. Okay, und gleich in den Rätselraum. Wie nett.
Was soll denn jetzt das sein? Aha, da geht's. Das eine geht da. Ja, okay. Hier kann man nämlich nochmal Anlauf nehmen, okay. Und bei dem einen kann man dann noch hoch. Gut, da ist nochmal ein Powerbomb-Container, noch viel besser. Oh, das sind Speedbooster-Blöcke. Ihr könnt mich doch mal. Wie soll denn. Oh. Das sind aber dann auch Speedbooster-Blöcke, ne? Ja. Wunderbar. Ich weiß aber, glaube ich, schon, wie ich das eine löse. Nee, das war ein bisschen zu früh. Ah, das geht so nicht. Da muss ich von der Seite Anlauf nehmen, und zwar genau so, dass ich dann hier drauf lande. Na, die haben sich schon sehr, sehr witzige Sachen ausgedacht. Das auf jeden Fall. Okay, von da aus falle ich dann schon mal durch. Das heißt, ich mach's hier. Und jetzt hier dann so? Nee, oh Gott. Das ist so. Okay, jetzt ist eigentlich schon ein Feld weiter außen. Das heißt, hier genau. Da, wo die Speedbooster, da, wo die Speedbooster-Blöcke anfangen. Genau. Sehr schön. So kann man es gut wissen. Okay, da falle ich schon durch. Das heißt, hier. Da, wo die Speedbooster-Blöcke anfangen. Hier nämlich. Na Mist. Ist es dann genau hier? Ist es genau der Block? Nee, es ist eigentlich genau der Block. Das heißt, genau der Block. Ah, jetzt wurden beide aktiviert. Mist, aber der vorletzte. Hier so. Hoffe ich. Ah, Mist. Also so. Ungefähr. Der vorletzte, der vorletzte, der vorletzte, der vorletzte. Ah, ich will da nie immer zu schnell rennen. Ah, so. Nee, zu langsam. Das heißt, von hier aus. Oh, komm, das. Oh, das Rätsel ist mies. Na, komm, das wollte ich nicht. So. Okay, der vorletzte, der vorletzte, der vorletzte, der vorletzte. Komm, 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 komm. Ja, sehr schön, sehr schön. Nein, nein, ja. Oh, war das knapp. Huh. Okay, okay, okay. Jetzt du noch. Jetzt du noch. Ich glaube, ich weiß schon wie. Ah, das war ein bisschen zu. Gut, das heißt so dann vielleicht. Kann ich dann nicht. Das war kurz davor, aber dann breche ich sofort durch. Das ist das Blöde. So. Nee, da habe ich keinen Speedbooster mehr. Das heißt, es geht nur in eine Richtung. Das heißt, ach Mist. Kann ich da hoch? Nee, das wäre schon wieder schief gegangen. So. Das kann ja auch nicht funktionieren. Das heißt, da losrennen und dann springen. Ob das funktioniert? Ich wüsste aber gerade keine andere Möglichkeit. Vielleicht geht das Rätsel ganz sehr viel einfacher, als ich es mir jetzt gerade vorstelle. Na, gehen wir mal so lang. Aber... So, wollte ich es machen, genau. Ich denke es... Oh, ups, jetzt bin ich an mein Mikrofon gekommen. Sorry. Hört sich vielleicht ganz komisch an. Ich hoffe jetzt nicht mehr. Es ging vielleicht einfacher, aber das war eigentlich die Strategie, die ich zumindest im Kopf hatte. Zumindest auch die einzige sinnvolle Strategie. Sag ich mal. E-Tanks haben wir alle. Powerbomben noch nicht. Und Missiles auch noch. Oh Gott. Oh Gott. Was wird hier noch alles Witziges auf uns warten? Okay, was ist hier drüben? Hier habe ich aber eigentlich schon eine Powerbombe gelegt, ne? Eigentlich schon. Ach, da ging es da rein, okay. Okay, hier ist auch nichts. Schade.
Blätter auf dem Boden, haben wir aber gerade eigentlich schon nachgeguckt, eigentlich, ja. Okay, da drüben will ich doch rein. Nein, nein, nein. Warte mal, muss ich jetzt... Oh, ich muss jetzt nicht wirklich durch den ganzen Dings, oder? Hier wird es doch hoffentlich nochmal einen Weg zurückgeben. Weil sonst kann ich jetzt durch den Geheimtrakt gehen. Dann in Sektor 1 gehen. Und von dort aus dann... Oh, nee. Das kotzt mich ja jetzt schon an. Das müsste von hier unten eigentlich, glaube ich, auch noch eine Möglichkeit nach oben geben, oder? Ja, nee. Mist. Nee, das sind auch bloß die Blöcke. Ah, Mann. Wie dumm, dass ich da jetzt runtergefallen bin. Hier ist auch nichts. Da drüben könnte doch was sein. Sieht sehr verdächtig zumindest aus. Ich wüsste nicht, warum er sonst hier sowas machen sollte. Ist aber auch nichts. Okay. Schade. Egal. Da unten war ja noch die Dings. Na, gehen wir mal hier entlang. Da ein bisschen nachgucken. Nee, auch nichts. Da drunten auch nichts eigentlich. Powerbombe sagt aber, dass da auch nichts ist. Okay. Geht's hier vielleicht rüber, da in dem Bereich? Nee, leider auch nicht. Schade. Okay, dann können wir jetzt halt nur hier entlang gehen. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwas gibt. Sieht jetzt aber auch nicht so oder noch aus. Okay, jetzt sind wir im Geheimtrakt. Zwar doof. Das zählt komplett als Main Deck und hier haben wir Energietank und Missile Container alle. Und so ein paar Powerbomben konnten wir ja noch nicht. Das heißt, hier sind wir auch ganz gut. Obwohl wir erst die Hälfte, habe ich das gerade ganz richtig gesehen, dass wir erst die Hälfte haben von den ganzen. Das wäre auch ein bisschen krass. So, wir können hier jetzt durch. Hier ist schon mal ein Powerbomb-Container, sehr schön. Sind aber eben noch nicht alle, dachte ich mir, aber schon fast. Ja. Ach so, habe ich jetzt, muss ich jetzt... Samus, wir sind hier fertig. Überlassen Sie das weitere Vorgehen der Föderation. Wir sollten uns nun darauf vorbereiten, die Station zu verlassen. Na, jetzt bekommen wir hier Story, ist ja auch blöd. Na, egal. Soll das ein Scherz sein? Hat die Föderation überhaupt eine Vorstellung davon, welche Gefahr von den X ausgeht? Wie schnell sie sich vermehren? Die Föderation interessiert sich durchaus für die X, so wie das Sa-X. Man denkt, dass diese Lebensform ein nahezu endloses Potenzial für verschiedenste Anwendungen hat. Unfassbar, die X bedrohen die gesamte zivilisierte Galaxie. Ein fataler Irrläufer der Evolution. Ich weiß, welches Potenzial sie wirklich haben. Sie sind imstande, die gesamte interstellare Bevölkerung auszuradieren. Es ist nicht erforderlich, dass sie diese Angelegenheiten verstehen. Die Föderation ist auf dem Weg hierher. Noch können sie ohne großes Aufsehen verschwinden. Das ist reiner Wahnsinn. Sie haben nicht die geringste Chance. Die Station wird die Truppen regelrecht verzehren. Und was bitteschön soll diese Risiken aufwiegen? Ein Exemplar des Sa-X eingefangen zu Forschungszwecken. Das darf wohl nicht wahr sein. Man glaubt doch nicht wirklich an einen Volk. Sicherlich wird es nicht einfach sein. Und niemand rechnet mit ihrer Hilfe. Man weiß, dass sie versuchen würden, das Sa-X zu vernichten. Deshalb wurden die Bereitstellung von Hilfsdaten gestoppt. Die Plasmabeam-Daten sind bereits seit geraumer Zeit verfügbar, doch man hielt sie bewusst zurück, um sie an einem Angriff an das Sa-X zu hindern. Aber dann gelang es ihnen irgendwie selbst, die Fähigkeit wieder zu erlangen. Auch die Diffusion-Missile-Daten sollten zurückgehalten werden, um sie nicht zu gefährlich zu werden zu lassen. Doch die Daten waren bereits unterwegs, und ihnen ist es gelungen, sie aufzuspüren. Wirklich beeindruckend, Samus. Die Mission muss sofort abgebrochen werden. Öffnen Sie einen Kanal zum HQ. Ich kann das nicht zulassen. Nun, Sie sind ja bereits auf dem Weg hierher. Diese Narren. Sobald die Föderation gelandet ist, werden die X die Besatzung befallen und das Wissen und Stärke absorbieren. Die X liegen auf der Lauer, bereit, die Jagd zu eröffnen. Und dann werden sie sich im ganzen Weltall ausbreiten. Es wäre das Ende der gesamten zivilisierten Galaxie. Die Gier der X nach fremden Lebensformen, Wissen und Macht ist unersättlich.
und all diese Attribute ahmen sie perfekt nach. Nur die Persönlichkeit ihres Wirtes können sie nicht reproduzieren. Es ist erschreckend, wie effizient sie ihr instinktives Ziel verfolgen, sich zu vermehren und auszubreiten. Womöglich steht uns die schlimmste Epidemie der Geschichte bevor. Doch die Föderation unterschätzt diese Gefahr. Unter gar keinen Umständen dürfen die X diesen Ort verlassen. Ich muss noch vor dem Eintreffen der Föderation dafür sorgen, dass die gesamte Population vernichtet wird. Die Station hat einen Selbstzerstörungsmechanismus. Ich muss ihn aktivieren. Nur so ist sicher, dass sämtliche X hier und auf dem Planeten dort unten vernichtet werden. Ich werde sie zum Teufel jagen. Sie, die Station und mich mit ihnen, falls es sein muss. Große Pläne. Reden wir nochmal mit dem Computer. Öffne sie die Schleusen. Ich habe die Order, sie festzusetzen, bis die Föderation eingetroffen ist. Das dürfen sie nicht zulassen. Begreifen sie nicht, was passieren wird, Adam? Adam? Wessen Name ist das? Der eines Freundes von mir. Und dieser Freund, was hätte er ihnen jetzt geraten? Ihm wäre bewusst, dass der einzige Ausweg darin besteht, die Selbstzerstörung einzuleiten. Er hätte begriffen, was wirklich auf dem Spiel steht. Dieser Adam, hätte er etwas auf sie gegeben? Ich meine, hätte er sich aus einer sicheren Kommandozentrale heraus in den Tod geschickt? Er hätte gewusst, dass manche bestimmt sind zu leben und andere zu sterben. Er kannte die Bedeutung dieser Worte. Er selbst hat einst ein solches Opfer geleistet. Dann hat er sie ausgewählt zu überleben, unsere Kämpferin für die gerechte Sache Samus Aran. Ihr Adam gab sein Leben, damit sie es behalten konnten. Und zum Wohle des gesamten Universums. Wie töricht von ihm. Was fällt ihnen ein? Sie, eine Maschine mit anfalls künstlicher Intelligenz, werden so etwas nie begreifen. Ihnen ist doch klar, dass eine Sprengung dieser Station im äußersten Orbit nicht zweifelsfrei sämtliche X-Parasiten auslöschen wird. Nicht einmal, falls die Station komplett vernichtet würde. Dazu müsste man doch die letzte verbleibende Bedrohung der zivilisierten Galaxie beseitigen. Nämlich sie. Sie müssten sich dieser simplen Tatsache fügen und den Tod wählen. Adam traf sozusagen eine Fehlentscheidung, als er ihnen das Leben ließ. Wenn sie die Umlaufbahn der Station abändern würdest, geriet der Planet eventuell in den Detonationsradius der Selbstzerstörung. Du müsstest die Antriebssequenz unverzüglich ändern, doch bevor die Föderation hier eintrifft. Samus, das ist deine letzte Mission. Begib dich zur Brücke und bring von dort aus die Station auf Kollisionskurs mit SR388. Kehre danach zu deinem Schiff zurück und verschwinde. Aber beeil dich und pass auf dich auf. Das ist dein Befehl. Irgendwelche Einwände, Lady? Ja. Der Computer hat jetzt nämlich die... Ja, die, wie nennt man es denn jetzt? Ich glaube, Samus sagt jetzt noch irgendwas. Nee, sagt sie nicht. Okay. Er hat die, die Personendaten, keine Ahnung, wie ich es jetzt sagen soll, von Adam geladen, die nämlich auf... Ja, die nämlich gespeichert waren. Weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, dadurch... Dadurch hat er vielleicht einen besseren Draht zu Samus bekommen oder kann besser mit Samus umgehen. Hat dann jetzt natürlich auch, ich sag mal, Entscheidungen getroffen, wie Adam sie getroffen hätte. In der Situation. Und jetzt haben wir unseren letzten Auftrag bekommen. Den wollte ich mir jetzt eigentlich noch nicht abholen, weil ich mir erst abholen wollte, wenn ich 100% habe, aber... Hey, dann haben wir jetzt schon mal. Jetzt haben wir halt ganz andere Musik hier. Auch recht. Zwar immer noch nicht die Originalmusik, aber... Ist auch wieder eine sehr schöne Musik. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz in Sektor 1. Wir sind jetzt ja... Nee, wir sind jetzt schon in Sektor 1. Ja, das ist ja doof. Da hätte ich da jetzt eigentlich gleich schon nachschauen können. Ob es hier noch irgendwas gäbe. Aber eigentlich wollte ich es ja so durchmachen. Außerdem glaube ich nicht, dass es hier noch irgendwas gibt. Wir haben jetzt auch nicht mehr allzu viel. Energietanks und Missile-Container sind eigentlich so gut wie weg. Die Powerbomb-Container gibt's. Ja, jetzt zwar noch ein paar, sage ich mal, aber jetzt auch nicht mehr so viele. Außerdem haben wir ja noch. Wir haben noch Arc vor uns. Wir haben noch Pyr vor uns. Ja, gut, und dann dem Bereich hier noch. Außerdem das Main-Deck noch, wo ich denke, auf jeden Fall noch zwei sein werden. Zwei müssten da eigentlich noch mindestens sein, ja. Und, wie ging es denn hier nochmal raus? Da oben, okay. Missile-Container haben wir ja schon alle, sehr schön. Dann nochmal rüber. Und, warte mal, wo ging es denn in den Bereich darüber? Da ging es dann in 3.
weil das blöde ist jetzt halt. Ich kann jetzt eigentlich durch die ganzen Bereiche nochmal durchlaufen, bis ich im Nock wieder bin. Was mir jetzt dann ein bisschen so auf die Nerven geht. Aber uns bleibt wohl keine andere Wahl. Wenn man es zumindest so systematisch machen will wie ich. So, ich will eigentlich noch... Ja, aber keine Ahnung, was will ich noch machen? Ich glaube, ich will noch in Nock gehen. Das war da drüben. Ja, ich gehe noch kurz in Nock. Das sollte noch passen. Und dann beenden wir Nock auch schon im... Oder erst im nächsten Part dann. In der nächsten Aufnahme. Machen da dann noch das abschließende Gesammel und beenden dann das Spiel. Geht jetzt eigentlich auch recht fix, obwohl... Na gut, okay, ich habe jetzt auch noch mal kurz 2 Stunden draufgehauen. Das ist auch schon einiges. Das muss man jetzt auch so mal sagen. So, Sektor 2 Tro. Ich hoffe, es war nicht allzu weit entfernt, aber ich glaube, es war gleich da hinten, genau. Aber ich meine, wir wären jetzt eigentlich schon längst mit dem Dings fertig. Wie lange habe ich denn gebraucht, bis ich zur Story kam, zur richtigen? 30 Minuten, glaube ich. Das kann gut sein. Und dann jetzt halt 1,5 Stunden Items suchen. Dafür haben wir jetzt 2 Bereiche. Wir haben das 2 Bereiche abgeschlossen. Ah. Ist jetzt auch nicht ganz so viel. 1,5 Stunden. Gut, sagen wir 2,5. 2 haben wir abgeschlossen, 4 haben wir abgeschlossen. Gut, 4 war natürlich auch ein großer Bereich, das muss man jetzt auch dazu sagen. Und dann können wir da drüben ja gleich in 6 gehen. Ach so, jetzt brauchen wir wieder ein Salz, gut von mir aus. So. Ach ja, die Musik ist auch schön. Na komm, steh auf, so. Und in Sektor 6 werden wir uns dann nochmal ein wenig umgucken. Vielleicht jetzt noch mal kurz. Ich weiß nicht, ich will eigentlich noch wissen, was da hinten ist, aber wir laden uns am Regenerator auf, speichern und beenden. So. Waffen und NRW-Vorrat wiederhergestellt. 44 Powerbomben schon, sehr schön. Und kurz speichern, warum auch nicht. Sollte irgendwas Blödes passieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Metroid Fusion. Wo wir noch ein bisschen Items einsammeln und uns dann zum großen Finale aufbegeben. Also dann. Ciao.